geht ab, meine lieben Freunde? Ayoin hier und herzlich willkommen zum Urlaubs-Pack-Opening. Ja, meine lieben Freunde, ihr habt euch ja alle nochmal gewünscht, dass ich ein schönes Abschluss-Pack-Opening in FIFA 15 machen werde. Und das hier wird wahrscheinlich mein letztes in FIFA 15 sein. Es gibt ja auch ein ganz gutes Team of the Week hier zu Team mit Pedro, Douglas Costa, Peter Cech. Aber bevor wir starten, habe ich erstmal einige wichtige Dinge loszuwerden. Und zwar, ich werde jetzt ab morgen vom 2. bis zum 7.9. mit meiner Familie in der Türkei. Der erste gemeinsame Urlaub, der danach freue ich mich schon unnormal. Deshalb war ich auch vorhin nochmal schön beim Friseur gewesen. Und dann werde ich vom 7. bis zum 14.9. mit dem Stefan woanders sein. Aber das werdet ihr alles noch erfahren, Freunde. Keine Sorge. Und dann gibt es noch eine sehr, sehr wichtige Nachricht für euch. Und das wird eigentlich richtig geil werden. Also da könnt ihr schon mal unnormal drauf freuen. Wir werden am 24.9. eine FIFA 16 Abonnenten Release Party machen, Alter Junge. Das wird so krass werden in Herford. Und zwar, das Ganze wird organisiert von Saturn. Dort sind wir dann am Start. Wir werden natürlich auch FIFA 16 zocken, kein FIFA 15. Wir werden dann, das wird dann so eine Art Bühne sein in einer Disco. Dort können, glaube ich, 1000 bis 1500 Leute rein und das natürlich auch ohne Eintritt. Also ihr müsst da nichts zahlen oder sonst irgendwas. Dann werden wir auch ein geiles Turnier organisieren, wo 16 von euch daran teilnehmen können und dann eine PS4 mit FIFA 16 gewinnen können. Es wird auf der Bühne eine Torwand sein. Wir werden 400 Bälle oder so in die Menge schmeißen. FIFA 16 wird auch verlost. Da werdet ihr viel gewinnen können. Und das ist kein normales Abonnententreffen, Freunde. Wir wollen natürlich einen geilen Tag zusammen haben, so quasi den Release von FIFA 16 feiern. Und ihr könnt natürlich auch dann im Anschluss FIFA 16 dort kaufen zu einem vergünstigeren Preis. Und ja, die genaue Adresse findet ihr unten in der Beschreibung. Checkt es auf jeden Fall aus und nehmt euch am besten die Zeit. Wir würden uns natürlich über jeden einzelnen von euch freuen. Im Anschluss darauf werden wir natürlich auch eine schöne Autogrammstunde machen und versuchen, alle durchzukommen, mit jedem ein Foto machen. Kamerateams werden dort sein, die dann Fotos machen in richtig guter Qualität, die ihr dann auf Facebook runterladen könnt. Also das wird alles, denke ich mal, richtig top organisiert sein. Sowas haben wir auch vor kurzem Marcel Scorpion, Anton, also Visca Barca und Apo Red in Berlin gemacht. Sowas ähnliches werden wir natürlich auch machen, nur wir werden halt den Release von FIFA 16 zusammen feiern und da ordentlich die Bühne rocken mit euch zusammen. Da freuen wir uns richtig. Also checkt auf jeden Fall, wie gesagt, den Link in der Beschreibung bzw. die Beschreibung aus, weil dort haben wir nochmal alles aufgelistet, wo das Ganze sein wird, was da so abgehen wird und vielleicht habe ich ja irgendwas vergessen oder so. Dann würde ich sagen, Freunde, starten wir direkt mit den Packs. Es gibt 20 mal die 25k Packs pro Account zu ziehen. Wir haben nur noch 12 Minuten Zeit dafür auf der PS4 und auf der Xbox One. Und in unserem ersten Pack, dann Mando. Und drittes Pack, Francesco Totti. Oi, 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 Luca Toni, Spaghetti, per sempre, amere mia. Blablabla. Vermahlen. Ich glaube, der hat sich in der Schule vermahlen. Und jetzt das letzte 25k-Pack auf der Xbox One. Bisher noch scheiße, kein einziger Inform. Wir lassen durchlaufen. Messi, bring uns Glück. Und was bekommen wir hier? De Gea. Dann würde ich sagen, Freunde, wechseln wir mal kurz rüber zu PlayStation 4. Ja, meine lieben Freunde, ich bin jetzt rüber gewechselt hier auf die PlayStation 4. Ich wollte hier eigentlich auch nochmal die 25k-Packs öffnen, aber ich war irgendwie um 19:01 drin. Und um 19 Uhr sind die Packs ja verschwunden, beziehungsweise nicht mehr verfügbar. Also gibt es jetzt nur noch die 7,5k-Packs. Richtig ärgerlich eigentlich, weil ich habe gedacht, die EA veröffentlicht nochmal zum letzten Tag des Team of the Seasons. Oh mein Gott, Reus haben wir gezogen. Unser erster guter Spieler. Ich habe gehofft, dass EA zum Team of the Week hier nochmal zu diesem paar 35k-Packs veröffentlicht oder 50k-Packs oder sonst irgendwas. Aber haben die leider nicht gemacht. Deshalb müssen wir jetzt hier weiterhin die 7,5k-Packs öffnen. Und ja, was ich noch Wichtiges sagen wollte, Freunde, und zwar, wir werden jetzt vom 1. bis zum 14. September auf viel FIFA und auf viel Gaming TV leider nur jeden zweiten Tag ein Video hochladen. Das habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Videos davor angekündigt. Und zwar, das ist deshalb, weil wir sind ja jetzt im Urlaub und es ist sowieso schon Ende von FIFA 15 und das wäre halt extrem stressig für uns beide gewesen, jetzt da nochmal für jeden Tag ein Video rauszuhauen. Und deshalb dachten wir uns, machen wir das einfach mal für diesen Zeitraum, jeden zweiten Tag, weil sonst kommt ja eigentlich immer jeden Tag ein Video von uns. Und ich hoffe, dass ihr auf keinen Fall sauer seid oder sonst irgendwas, weil ihr andere YouTuber, ihr wisst es ja, die laden ein, zweimal die Woche hoch und da beschwert sich keiner. Und wenn wir jetzt einmal zwei Wochen jeden zweiten Tag ein Video hochladen, dann wird uns, denke ich mal, keiner den Kopf für abhaken, oder? Ey, wir ziehen ja bisher nur Scheiße, das ist ja unmöglich hier auf der PlayStation 4. Und wir werden das aber so machen, dass jetzt am 1., am 3., am 5., am 7., am 9., am 12., am 14., also quasi jeden zweiten Tag Videos kommen. Und auf viel Gaming TV werde ich das so machen, dass am 2., am 4., am 6., also quasi die Lücken von viel FIFA dort gefüllt werden. Also quasi kommt immer noch jeden Tag ein Video von uns, nur auf beiden Kanälen verteilt. Und ja, ich freue mich schon extrem hier auf den Urlaub, beziehungsweise ja auf den ersten gemeinsamen Urlaub mit meiner Familie. Ich war noch nie mit meiner Familie richtig im Urlaub. Das ist unser erster gemeinsamer Urlaub. Da freue ich mich so übertrieben drauf. Wir fahren in die Türkei nach Antalya, Hotel Lara. Und ja, das wird echt, denke ich mal, richtig geil werden, Freunde. Yeah, du weißt, was ich meine. Oh, ja, ja, Touré. Ja, Touré, Colo, Colo, Colo.
Kennt ihr diese Malle-Lieder, Alter? Diese Lieder sind einfach entstanden wegen Kolo und Yaya Touré. Ich finde das einfach so geil, dieses Lied. Das riecht lustig. Komm, weiter geht's. Wir wollen geile Spieler ziehen, Mann. Ey, Freunde, Mann. Ich habe jetzt schon fast für 1 Million Münzen Packs geöffnet. Unsere Besten waren einfach nur Reus und Yaya Touré. Das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Aber, Freunde, wir geben die Hoffnung nicht auf. Gleich kommt zu 100% ein richtig krasser Spieler. 2000 Jahre später. Oh mein Gott! Wir haben Heitinga gezogen. Ja, der erste Inform, Alter. Günther Netzer. Günther haben wir bekommen vom Borussia Dortmund hier, vom BVB. Und der ist einfach was wert, gar nichts. Ja, egal, immerhin ein Inform, Freunde. Das macht mich doch schon mal ein bisschen glücklich, Alter. Da lacht sogar der Julian. Ja, Mann, Alter. Schweinsteiger von Manchester United haben wir gezogen. Gibt's den eigentlich auf dem Markt? Nee, den gibt's nicht mal auf dem Markt. Juhu, wir sind der Erstbesitzer. Keiner hat ihn. Wir haben ihn. Geil, Schweini. Ich glaube, meine Möse stinkt. Dann wasch die doch einfach. Alan. Steve. Also würde ich als junge Lara heißen. Ich glaube, ich würde mich erschießen. Ja, Mann, Alter. Endlich, Junge. Nach so langer Zeit, Mann. Wir haben einen Perfect Link gezogen. Geist und Reiter. Beide spielen bei Schalke. Beide kommen aus Deutschland. Ey, kommt mal runter, ihr Pisser. Ich bumm's euch gleich in den Arsch. Ey, Freunde, nach diesem Pack sind einfach mal fast 2 Millionen Münzen weg. Das ist doch wohl echt ein Witz. Also, ich kann es keinem von euch empfehlen. Ey, 3 Spanier in einem Pack, wie gerade der Perfect Link, ey. Ich kann es euch echt nicht mehr empfehlen, zu FIFA 15 hier noch Packs zu öffnen, egal was für ein Team of the Week rauskommt. FIFA 16 steht sowieso vor der Tür. Und wenn ihr so eine Scheiße jetzt ziehen wollt, dann macht das gerne. Aber ich kann euch nur davon abraten. Wartet lieber bis FIFA 16 und da kommen bestimmt viel, viel geilere Packs anstatt hier. Ey, die sollten mal hier mal ein paar geile Spieler reinpacken, Mann. Bale, Ronaldo, Messi oder so. Komm jetzt, Mann. Das ist doch nur Scheiße hier. Ey, wir ziehen in jedem Pack irgendwie nur Spanier, Alter. Jetzt schon wieder 3 Stück. Ich glaube, die verfolgen uns hier. Ich muss noch ein bisschen Spanisch reden. Hola, ¿qué tal? Me armo el éxito, sano, sabero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Ja, Mann, Alter. Oh mein Gott, Douglas Costa in Form. Das gibt's nicht, ey. Junge, Junge, Alter. Fast für 3 Millionen Münzen hier Packs geöffnet, Freunde. Und unser zweiter in Form, da ist er endlich. Douglas Costa, Alter. Der ist doch wenigstens was wert. Und den gibt's nicht mal auf diesem scheiß verdammten Markt, Alter. Da wird sich der Stefan, glaube ich, freuen, weil er sein Account ist, Junge. Geil. Und dann noch ein Costa drin, Alter. Heute regnet's von den Costas hier. Sauber, Alter. Korrekt, ey. Richtig geil, Mann. Geile Scheiße. Der nächste Marcelo, Alter. Wir haben wieder Marco Reus gezogen, den alten Schlingel. Ja, mein lieben Freunde, ich würde sagen, die letzten Packs hier öffnen wir nochmal zusammen. Guckt euch mal an, wie dunkel es bei mir geworden ist. Ich habe locker jetzt fast für 2 Stunden oder so Packs geöffnet im Wert von 3,5 Millionen Münzen. Unsere Ausbeute war in Ordnung. Also man hätte natürlich viel mehr erwarten können, aber wir haben immerhin Ramos gezogen. Haben wir den Ramos am Start. Ja, aber was soll man machen, Freunde? Douglas Costa, kein schlechter Mann, den gibt es nicht auf dem Markt. Ja, was soll man erwarten am Ende von FIFA 15? Also wie gesagt, ich kann es euch nicht empfehlen, hier unbedingt nochmal Packs zu öffnen. Wartet lieber, bis FIFA 16 raus ist. Und ja, denkt auf jeden Fall dran, die Beschreibung auszuchecken, weil dort ist die genaue Adresse von dem FIFA 16 Abonnenten-Release-Event, was wir dann in Herford zusammen starten werden. Und wir hoffen natürlich, dass sehr viele von euch da kommen werden. Deshalb kündigen wir das jetzt schon an, damit ihr euch schon mal darauf vorbereiten könnt. Es ist ja noch nicht zu spät. Es ist ja gerade mal der 1. oder 2. September. Und ja, da würde ich sagen, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Pack-Opening gefallen hat. Euer Öni ist raus. Morgen geht's endlich mal schön in den Urlaub hier. Alles klar, die Videos kommen dann, wie gesagt, jeden zweiten Tag auf viel FIFA und viel Gaming TV. Alles klar, jetzt kommt unser letztes Pack. Wir lassen es durchlaufen. Komm schon, vielleicht kommt noch was Gutes im letzten Pack. Und was bekommen wir? Rafa. Alles klar, Freunde. Euer Öni ist raus. Seid die Besten. Macht's gut. Haut rein und ciao. Was geht ab, Freunde? Euer Sturf hier und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten FIFA 16 Spielerprognose. Ja, Freunde, heute gibt's mal ein kleines Angreifer-Special, denn viele von euch haben gesagt, okay, wir brauchen den, den, den und den Spieler. Und da waren einfach fast keine Torhüter und Abwehrspieler dabei. Deswegen gibt es heute ein kleines Angreifer-Special und wir fangen auch direkt an mit dem ersten Spieler. Und zwar ist das Aubameyang von Borussia Dortmund, der in der abgelaufenen Saison anfangs gar nicht so überragend spielte, aber dann merkte der Trainer irgendwann, setze ich den doch mal als Stürmer ein. Und dann ging es auch direkt los mit den Toren. 33 Spiele in der Bundesliga, 16 Tore, 7 Vorlagen und der Typ ist einfach sowas von enorm schnell, das gibt es gar nicht. Einfach nur krank. 95 Tempo hatte er schon in seiner FIFA 15 Karte und wenn er so weitermacht, Freunde, dann ist er irgendwann auf Usain Bolt Niveau.